Damit meine ich die Bodenhaftung nicht verlieren, dass wir eben wirklich auf dem Boden der Wirklichkeit bleiben. Die Lebensschule besteht ja eben aus der Gesundheit zu mir jetzt einmal, die Verantwortung für meinen Körper und meine Psyche zu übernehmen, die Verantwortung für meine Beziehungen in meinem Freundes-, Arbeitskreis etc. Und dann auch in die Beziehung zur Arbeit. Das ist die dritte wichtige Lebensschule oder der wichtigste Lebensschullehrer. Und in dieser Hinsicht, denke ich, ist es eben ganz wichtig, dass wir unsere Traumreisen, unsere Perlen, die wir da tauchen auf diesen inneren Reisen, dass wir die dann in vernünftigen Realbezug bringen, eben zu unserer Lebensschule und dann dort mit der Veränderung beginnen und dort lernen, durch Selbsterkenntnis neue Brücken schlagen können und dadurch das Verhalten, und zwar mein Verhalten, nicht das der anderen, dass ich das ändern und verbessern kann. Und damit wir das eben machen, ist es für mich wichtig, ein Schritt in der geistigen Welt ist eben drei Schritte in der irdischen Welt, weil das ist der direkte Spiegel. Dort sehe ich sofort, ob ich in Harmonie bin mit meiner Umwelt oder wo gibt es ein Sandkörnchen im Getriebe, wo vielleicht ein Konflikt sich anbahnen möchte oder graue Wolken aufziehen, dass ich eben dem gewappnet bin und damit umgehen kann und vor allem dann auch bei mir wieder reflektieren kann, wo muss ich besser hinschauen, was kann ich ändern. Und das ist dann dieses lebenslängliche Lernen, das hört nie auf. Ich würde sagen, das ist ein wirkliches Herzensanliegen geworden von mir, sonst hätte ich nicht so lange durchgehalten als manchmal auch Wüstenwanderin, mich da erlebend mit diesem exotischen Gebiet und vor allem auch mit meinem Ansatz, dieses SQs, also dieses Spirituellen, der da jetzt einfach erweitert wurde mit dem IQ plus EQ eben. Es ist mir ein ganz großes Anliegen eben, weil ich finde, wir müssen alle innere Friedensarbeiter werden. Es nützt mir nichts, äußerlichen Frieden herstellen zu wollen. Jeder ist selbstständig, jeder ist autark heute und will sowieso selber alles machen und kann es auch gut. Also entsprechend ist die Verantwortung der Selbstbildung, der Selbstentwicklung eminent wichtig, so dass wir eben Persönlichkeitsbildung machen sollten. Das ist mir einfach ein Anliegen als jetzt Lehrerin, damit dann auch die Eltern entsprechend kompetent sind und die Sozialkompetenz haben in der Begleitung ihrer Kinder etc., um wieder den Bogen zurückzuspannen als eben Vergleich von der jungen Lehrerin. Und heute ist es mir natürlich auch wichtig, jetzt global für die Gesellschaft hier einen Beitrag zu leisten, weil ich denke, wir brauchen einfach innerliche Friedensarbeiter, die an sich arbeiten, um diese Individuation voranzutreiben, sie zu integrieren, um dann wirklich authentisch Teamarbeit machen können. Das ist absolut ein Muss, weil wenn wir uns verlieren im Außen und innerlich auf der Strecke bleiben, brennen wir eben aus. Das ist ja die logischste Form. Also ganz etwas plausibel, Einfaches. Und damit das nicht geschieht, hoffe ich, einen kleinen Beitrag mit dieser autodidaktischen Lehrmethode, die sie heute ist, bieten zu können. Von ganzem Herzen bist du herzlich eingeladen, dich auf meine Stimme einzulassen. Wir haben jetzt ganz neu dieses autodidaktische Selbstlernen und Selbsterfahren als autodidaktischen Lehrgang aufbereitet und da bist du herzlich gerne eingeladen, meiner Stimme zu folgen. Ich würde mich freuen, wenn du dich dadurch auf deine innere Welt einlässt. Gerne begleite ich dich auf eine imaginierte innere Bergtour oder vielleicht auch ein Trek in die Wüste oder auf einen Tauchgang, damit du deine Perlen suchen und tauchen und fischen kannst, um dann daraus wieder neue Selbsterkenntnisse generieren zu können. Das würde ich mir wünschen, dass du da beginnst, und zwar schon morgen. Einmal in der Woche eine umfassende Übung, das reicht, wir sollen nicht übertreiben, aber dafür regelmäßig, das wäre wichtig. Und sich dann mit dem Erlebten wirklich tief auseinanderzusetzen. Wieder Freude am Schülersein bekommen, Lebensschüler bleiben und sich immer damit auseinandersetzen und dadurch eben in dieses
innerliche Konditionstraining zu kommen können, also kommen zu können, damit du innerlich fit und munter und gesund vor allem bleiben kannst.